Ja, Herr Berse, jetzt sind wir ja hier oben in Alpkrümm. Und wie hat Ihnen dann die Gefahrt jetzt gefallen, von Tirano unten herauf? Wunderbar. Das war auch der richtige Tag dafür. Da habt ihr richtig gut aufgepasst. Das finde ich sehr gut von euch. Danke. Und wie war dann die Fahrt mit dem Klassier-Express? Wie hat Ihnen die gefallen? Auch. Super, habe ich gar nicht mit gerechnet, dass ihr das so gut hinkriegt und dass das alles so reibungslos gelaufen ist. Jetzt waren wir ja gestern in Davos, in der Landwasserwelt. Da haben wir doch den historischen Zug gesehen. Ja. Und wie hat Ihnen das gefallen, wie wir da über die Wiesenbrücke gelaufen sind? Ja, super, ne? Da habt ihr bei mir einen richtigen Punkt erwischt, ne? Ist astrein, kann man gar nicht besser haben, ne? Also ich werde noch mal gucken, ob ihr nicht doch das Bundesverdienstkreuz kriegen sollt. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich für das Gespräch hier aus Alpkrümm. Ja, ich bedanke mich auch mal noch recht herzlich und will hoffen, dass wir uns bald bei sowas noch mal wiedersehen. Es war nämlich wunderbar, Leute. Das freut mich. Ja, Frau Müller, was war dann heute an der Reise mit dem Bernina-Express nach Tirano? Was hat Ihnen am besten gefallen? Mir hat am besten gefallen die Wanderung um den See, um den Pasch, um den Miralago. Puschlavsee. Um den Puschlavsee. Das war am besten. Wir hatten schönes Wetter. Wir hatten sowieso super Wetter die ganze Zeit. Vielen Dank. Oh Gott, ich habe es ganz doll verdorben. Wir müssen es nochmal machen. Los, Schnitt nochmal. Nein, noch mal. Müssen wir nicht. Wollen wir nochmal machen. Puschlavsee heißt der? Puschlavsee. Oder Oschiavosee. Nee, Puschlavsee, sage ich lieber. So, Frau Müller, was war dann das Schönste heute an der Reise mit dem Bernina Express nach Tirano? Das Schönste war für mich die Wanderung um den Puschlavsee. Und wir hatten super Wetter und das war alles wunderbar. Die Berge waren wunderbar zu sehen. Es war sehr schön. Ja, das war eine einstündige, schöne Wanderung bei gutem Wetter. Super, vielen herzlichen Dank.